Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Batman Arkham Asylum auf der Xbox 360. Und im letzten Part haben wir nach viel, viel, viel Mühe endlich diesen blöden Taktikraum hier geschafft. Und ja, jetzt müssen wir langsam mal hier diesen Generator oder die Pumpe ausschalten. Und ich denke, dass das hier oben in diesem Raum sein wird. Oder? Vielleicht auch nicht. Da! Hier ist eine Sicherheitskonsole. Die machen wir auf jeden Fall mal aus. So. Schauen wir mal. Sollte mit dem verbesserten kryptografischen Sequenzer ja relativ einfach gehen. So. Achso, das müssen wir wieder dreimal machen. Natürlich. So. Komm schon. Ja. Danke. Und da haben wir das Signal. Ja. Komm schon. Perfekt. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Oh, nö. Das sind schon wieder zwei Gegner. Aber diese zwei Gegner sind ja nun wirklich kein... Oh, gut, dann halt dahin. Sind ja jetzt nun wirklich keine Herausforderung mehr. Nachdem wir diesen richtig, richtig fiesen Kampf gemacht haben. Da können wir ja einfach so reinstürmen, zumal die nicht mal bewaffnet sind. Hi! Du im roten Anzug, ne? Ja! Hör einfach auf mit dem Mist. So. Die nächste Kontrollkonsole müsste ja hier auf der anderen Seite sein. Dann machen wir das einfach mal. Ich hoffe, wir haben nicht wieder so einen blöden Taktik... Nicht wieder so einen blöden Taktikraum vor uns. Ich meine, natürlich ist es logisch. Natürlich ist es logisch, dass Joker an solchen wichtigen Punkten so viele Wachen stationiert hat. Aber es ist halt auch echt nervig, wenn man ständig dasselbe machen muss. Aber diesmal ist es anders. Der Typ war am Ende. Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rente. Der ist hier! Komm runter! Okay, wir haben hier einen mit Elektroschocker. Wir haben den Typen, der sich gerade eine Waffe versucht hat zu holen. Und eine ganze Menge Spaß haben wir hier. Warum haben wir hier eigentlich wieder so einen Waffentypen? Aua! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Geht ihm gut? Okay, das wird kritisch. Okay. Gerade so geschafft mit quasi keinem Leben übrig. Okay. Gut. Wir brauchen den kryptografischen Sequenzer. Wir haben zwei Konsolen. Schauen wir mal. Die eine macht was? Oracle, das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Ist das hier direkt die andere? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Komm. Doch. Damit funktioniert Pumpe nicht. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren und Ivy aufspüren. Melde dich, wenn du was brauchst. Ja, ja, läuft. Das ist... Batman macht das schon. Er braucht dich eigentlich nicht wirklich, Oracle. So.
Hier soll irgendwo noch eine Riddler-Trophäe sein. Wo denn? Da hinten ist... Ah, ein Band. Was man so alles findet. Hallo, Band. Patientengespräch. Waylon Jones, alias Killer Croc. Letzte Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch ruhiggestellt. Wärter Aaron Cash ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Cash hat Glück, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist ekelhaft. Er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auch den Rest. Sie wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. Ich habe auch deine Witterung aufgenommen, Lady. Wir sehen uns. Tick, tack, tick, tack. Sehr eklig. Das ist typisch Killer Croc. Ach so, das war dann auch das Rätsel. Gut, dann geht es hier zurück. Ah, cool. Hat sogar ohne Seilwerfer geklappt. Aber ohne Seilwerfer wären wir nicht an das andere rangekommen. So, hier haben wir ein strukturell schwaches Fenster. Strukturelle Schwäche. Schwache Wände stürzen nach einer kontrollierten Explosion oder wenn sie mit ausreichend Kraft gezogen werden. Badclaw. Ist doch ultra Badclaw. Ja. Warum hat denn das eben nicht funktioniert? Mann. Waren wir zu nah dran oder was? So. Zack. Und hallo Riddler-Trophäe. Ja, ja. Geheimnisaufdecker. Was haben wir aufgedeckt? 50% aller Geheimnisse oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall genug, um einen Erfolg freizuschalten. Das finde ich schön. Und 20 Joker-Szenen. Das hatten wir, glaube ich, noch nirgendwo geschafft. Jetzt würde ich gerne nach... Ich weiß, du bist da unten, Bats. Und du ruinierst meine Pläne. Bleib, wo du bist. Oh nö, was passiert denn jetzt? Ich schicke einen Missfallensbeweis nach unten. Ich hoffe, der Fall ist. Finde ich voll uncool. Können halt hier echt nichts machen. Aha. Ach so. Einfach nur ein Venom-Typ. Da, fuck. Tschüss. Ja, mach du mal. So. Oh. Na gut. Mit ganz vielen Gegnern ist das natürlich alles andere als cool. Komm schon. So. Haha. Jetzt machen wir einfach mal die normalen Gegner alle schön kaputt. Solange wir hier noch Kontrolle über den haben. Komm schon. Skurriles Rodeo. Cool. Auch ein sehr, sehr schöner Erfolg. Oh, shit. Shit, 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 shit. Das könnte tatsächlich ein relativ schwieriger Kampf werden. Ach Mist, okay. Das funktioniert so nicht. Shit, okay. Wir müssen ein bisschen mehr mit Ausweichen arbeiten. Ist alles machbar.
Ist alles machbar, nur nicht ganz so. Da kommst du raus, ne? Ja. Nur nicht ganz so überstürzt. Wir haben hier auf jeden Fall viele Gegner. Die können noch nicht durch die Mauern durchgucken. Shit, schon wieder. So. Und. Scheiße, jetzt haben wir uns schon wieder erwischen lassen. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt sollte er auf jeden Fall erstmal ohnmächtig sein. Jetzt können wir mit ihm wieder hier ein bisschen Leute verprügeln. So. Komm schon, verprügel Leute, Batman. Ja, genau so. Und wir hätten gerne noch mehr Combo. 20 wär super. Und zack. Nein. Ah, fuck. Wenn der ausholt, müssen wir sofort wegspringen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt haben wir noch viel mehr Gegner. Na, was? Waren doch gar nicht in der Schussbahn. Mann. Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken. Und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Wie mache ich schnell einen Batarang? Aha, nur LT. Okay. Dann sollte das vielleicht. Sollte ich das vielleicht besser hinkriegen. Okay. So. Ja, genau. Okay. Jetzt kriegst du aufs Messbrett. So. Nein! Ja, immerhin. Immerhin. Hab ich es geschafft, das mit dem Ausweichen hinzukriegen. Zumindest einmal. Aber warum kommen denn jetzt diese Gegner alle früher? Scheiße. Okay. Nein, er hat sich schon wieder beruhigt. Scheiße. Fuck. So. So, und jetzt kommt Sturm los. Tut er nicht? Tut er nicht. Fuck. So, wenn ich jetzt gerade zu leise war. Liegt es daran, dass ich. Aua, Mann, ich bin doch gesprungen oder ich hab's zumindest versucht. Liegt das daran? Scheiße! Und wir waren noch nicht in Phase 3. Ich dachte, du würdest länger. Ja, ich dachte auch, dass ich länger durchhalten würde. Mann. Das gibt's doch nicht. Die Kämpfe werden jetzt echt schwierig. So. Also, wir haben jetzt den Schnellbatarang raus. Wir haben das mit dem Ausweichen so einigermaßen raus. Also eigentlich steht jetzt nichts mehr im Wege, dass wir es schaffen.
Na, wir sollten erst werfen. Nein! Okay. Du bist tot, Batman. Ich verstehe nicht ganz, warum die Typen manchmal so früh kommen. Zack, weg. So. Shit. So. Weg. Ah, Mann. Ich bin ja schon gesprungen quasi. So, ihr seid alle wegrasiert. Einmal zumindest. Eigentlich müsste ich hier richtig viel Schaden machen. So, dass die meisten von denen schon wieder rausfliegen. So wäre das eigentlich optimal. So, weg. Genau. Und jetzt rauf. So, sehr schön. Weg. So, sehr gut. Jetzt rennt er gegen die Wand und ist bewusstlos. Und wir können ihn nehmen. Sehr gut. Und jetzt kommt die Doppelportion Gegner. Okay. Was wird wen verletzen? Ganz ehrlich. Ah, schade. Ich muss das Werfen machen, bevor ich anfange zu springen. Lass uns das beenden. So, komm schon. Nein. Ah, Mano. Komm schon. Du willst doch laufen. Sackgesicht. Weg. Weg. So. Sehr gut. Noch einmal. Komm. Nee, so kriegst du mich nicht. Sehr schön. Und jetzt habe ich dich. Sehr schön. Variationsbonus, alles. Und nu? Upgrade. Nehmen wir. Health. Wobei, was kriegen wir denn hier Neues? Schall-Schock-Batarang. Upgrade des Schall-Batarangs ermöglicht nach dem Werfen eine Detonation, die die Selbstmordmanschette eines Gegners in der Nähe überlädt und diesen ausschaltet. Die Reststörung an diesem Ort behindert es, dass weitere Schall-Batarangs benutzt werden können. Okay, wir benutzen erstmal das hier. Panzer-Upgrade V4. Sehr schöne Sache. Und kommen jetzt hier hoch? Irgendwie? Ach so, hier ist strukturelle Schwäche drin. Okay. Verstanden. Jetzt. Gut, man muss also weit genug wegstehen von diesen strukturellen Schwächen. Auf mit dir. Okay. Sehr schön. Und wir haben eine neue Chronik von Arkham. Sehr schön. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert. Aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Ah, ja. Okay.
Gut. Was haben wir da? Da oben ist wieder strukturelle Schwäche. Nutzen wir natürlich aus. Machen wir auf. Komm. Bam. Oh, so stark will ich auch sein. Einfach mal Wände aufreißen. Mit dem Seil. Okay. Was ist das da? Fahrstuhl Gegengewicht. Strukturell schwach. Müsste nach einer kontrollierten Explosion einstürzen. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen kontrollierte Explosion da drauf. Zack. Hopp. Und Bomb. Bomb. Ups. Mir ist da so ein Aufzug runtergefallen. Und nu? Sind wir hier unten? Irgendwie so das Gefühl, als hätten wir auf diesem Gegengewicht draufstehen sollen. Ach nee, da oben ist nochmal strukturelle Schwäche. Okay. Naja, das wäre ja auch für keinen normalen Körper wäre das gut gewesen, wenn man auf so einem Gegengewicht draufsteht. Das saust ja nach oben wie sonst was. Geht's da noch weiter nach oben? Eher nicht. Okay. Kamera. So, dankeschön. Kommen wir jetzt hier endlich wieder raus. Da oben ist noch was. Oder? Nein, sah gerade aus wie eine Riddler-Trophäe. Okay. Gehen wir raus. Und dann würde ich sagen, soll es das auch für diesen Part gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part in Uttis Konsolenparadies wieder. Bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.